Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Mystery Dungeon Spiel, Projekt, was auch immer hier. Und zwar spielen wir Lonely Roads. Das wurde mir empfohlen. Wir gucken uns mal an, was hier so passiert. Soweit ich weiß, ist das aber noch nicht ganz fertig, leider. Aber wir gucken mal, was uns hier so erwartet und wie es so ist. Nach The Bright Future habe ich sehr hohe Erwartungen. Kapitel 1, dysfunktionale Anfänge. Sehr schön. Endlich. Nach all der Zeit. Ich habe es geschafft. Ha. Ha, die Gilde. Guten Tag, die Gilde. Da ist es. Die Gilde von Schattstadt. Es sieht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Es passiert endlich. Ich habe noch gar keinen Test gemacht. Oh, ein Riolu. Hi. Was für eine Reise das war. Ich kann kaum noch stehen. Es ist still. Ich denke, das ist zu erwarten. Es ist schließlich schon spät. Angeblich gibt es einen Pokémon unter diesem Gitter, das den Fußabdruck von jedem anderen Pokémon kennt. Sie informieren dann die anderen Mitglieder, wer jetzt reinkommt. Von dem, was ich gelesen habe, ist das Pokémon wirklich laut. Ich hoffe, ich störe keinen. Das wäre ein schlechter erster Eindruck. Es ist okay, so spät noch reinzukommen. Vielleicht sollte ich besser morgen zurückkommen. Nein, ich kann so nicht denken. Es hat zu lange gedauert, um hierher zu kommen. Ich kann hier nicht aufhören. Es gibt schließlich keine bessere Zeit als jetzt. Ich warte schon mein ganzes Leben auf diesen Moment. Oh, von Shinux überrannt. Sorry, hab dich nicht gesehen. Wie konntest du mich nicht sehen? Bin ich unsichtbar? Pokémon entdeckt, Pokémon entdeckt. Wessen Fußabdruck? Ja, Shinux. Verstanden, du kannst reinkommen. Das war ganz schön fies von ihm, oder? Das war sehr fies von ihm. Oh, wow, da hat es aber jemand eilig. Wie auch immer. Das wird wahrscheinlich einen blauen Fleck geben. Nein, nicht negativ denken. Was wichtig ist, ist endlich ein Erkunder zu werden. Es hat so viel gekostet, um hierher zu kommen. Ich kann jetzt nicht aufhören. Das Pokémon da unten wusste wirklich, dass es Shinux ist da hier oben. Das ist unglaublich. Ich hoffe, du bist bereit, mich auch zu erkennen. Los geht's. Pokémon entdeckt, Pokémon entdeckt. Wessen Fußabdruck? Es ist Riolus. Der Fußabdruck gehört Riolu. Verstanden, komm rein. Okay, tief einatmen. Sei nicht nervös. Okay, los geht's. Das ist es. Es ist kleiner, als ich dachte. Wo sind alle? Vielleicht die Leiter runter. Ja, ja, das ist die ganze Gilde, dieser eine kleine Eingangsbereich. Ja, ja. Was bedeutet das? Ich bin nicht akzeptiert. Ich meine es, wie ich sage. Bitte versuch etwas leiser zu reden. Unsere Erkundungsteams möchten sich etwas ausruhen. Sag das doch dem Wahnsinnigen unter dem Gitter. Oh Mann, vielleicht war es doch eine schlechte Zeit. Das hört sich an wie ein Streit. Um was geht es? Wie kannst du denn nicht zulassen, dass ich Mitglied werde? Ich möchte einen Grund. Nur ein? Ich habe ganz viele Gründe, warum ich nicht möchte, dass du hier Mitglied wirst. Dann lass sie mich hören. Nun, zuerst mal ist deine Einstellung nicht gerade etwas, das man gegenüber dem Gildenmeister zeigen sollte. Und zweitens, denke ich, wir haben keinen Nutzen von einem Pokémon wie dir, das keinerlei Empathie hat. Du hast das arme Pokémon da im Eingang einfach so zur Seite gestoßen und hast es nicht mal bereut. Oh, ich habe mich entschuldigt. Ha. Wenn du das so nennen willst. Oh, wow. Er lässt ihn wirklich auflaufen. Wer ist dieses Plaudergeil? Und zuletzt haben wir keinen Platz für einsame Pfiffien hier. Als Erkunder arbeitest du als Team. Das sind die Regeln. Ich arbeite nicht in Teams. Ich arbeite allein. Nun, dann kannst du nicht der Gilde beitreten. Nun, wenn du hier nichts weiter zu suchen hast, musst du bitte gehen. Gut, vergiss, dass ich gefragt habe. Als würde ich irgendwelche Anweisungen von jemand wie dir annehmen wollen. Ich verschwinde. Okay. Ha.
Was für ein Hitzkopf. Nein. Was ist denn mit ihm los? Wollte er der Gilde beitreten, so wie ich? Na, ich hoffe, bei dir wird es erfolgreicher. Was hat Plauderger gesagt? Wir müssen ein Team haben? Hi, willkommen in der Erkundergilde. Mein Name ist Plaudergei und ich bin der zweite Anführer hier. Und derjenige, der für die Einstellung von Leuten zuständig ist. Tut mir leid, dass du das alles sehen musstest. Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Nee, kein Problem. Mir geht's gut, danke. Das ist gut. Wie auch immer, kannst du mir bitte deinen Namen sagen und warum du hier bist? Klar, komm schon, reiß dich zusammen. Mein Name ist Riolo und ich möchte Erkunder werden. Oh, das ist wunderbar. Wir suchen immer nach neuen Mitgliedern. Ehrlich? Das sind gute Neuigkeiten. Du hast keine Ahnung, was ich alles tun musste, um hierher zu kommen. Ha, es ist gut zu hören, dass auch andere sich anschließen möchten. Wie heißt dein Team? Ich kann euch als potenzielle neue Rekruten aufschreiben lassen. Oh, ich habe kein Team. Du möchtest allein der Gilde beitreten? Nun, wie gesagt, ich komme von weit her, um hier beizutreten. Ich kenne noch keinen. Ich bin heute erst nach Schattstadt gekommen. Ich verstehe. Nun, ich bin sicher, du hast gehört, was ich dem anderen gesagt habe. Leider können wir keine einzelnen Leute akzeptieren, nur Teams. Normalerweise würde ich bei sowas nachsehen, ob es irgendwo Teams gibt, die noch Mitglieder brauchen. Aber im Moment ist das leider nicht der Fall. Oh, das kann nicht sein. Also, was jetzt? Gibt es keine anderen Optionen? Bitte, ich bin wirklich von weit hergekommen. Ich kann doch nicht einfach wieder nach Hause gehen. Ich verstehe. Aber leider sind das die Regeln der Gilde und sie können nicht gebrochen werden. Um Erkunder zu sein, muss man nicht nur erkunden und die Funde und von den Funden berichten, sondern auch zusammenarbeiten mit Teammitgliedern, das Band zueinander zu stärken, Beziehungen, Vertrauen und das beste Team zu werden. Jemand einzeln zu akzeptieren ohne ein Team würde die ganze Kultur hier zerstören. Und was jetzt? Ich habe alles ausgegeben, was ich hatte, um hierher zu kommen. Gibt es nichts, was ich tun kann? Ich meine, wo soll ich bleiben? Tut mir wirklich leid, aber ich kann da nichts anbieten. Nur Erkunder dürfen hier bleiben. Ich weiß, es ist nicht keine richtige Lösung, aber die Krabi hier südlich am Strand bieten einem abends eine schöne Show. Vielleicht sind dort ein paar Anwohner von Schattstadt. Vielleicht kannst du da jemand helfen. Es tut mir wirklich leid. Mehr kann ich nicht tun. Ich kann es nicht glauben. Bin ich hierher gekommen, nur um nach einem Schlafplatz zu betteln? Wo gehe ich denn jetzt hin? Wo kann ich hin? War das Ganze hier ein Fehler? Ich wollte wirklich Erkunder werden, aber das wird wohl heute nicht passieren. Danke für deine Zeit, Plaudergei. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Fies. Was für eine Schande, aber da kann ich wohl nichts tun. Hoffentlich sehen wir das Riolo bald wieder. Ich kann es in seinen Augen sehen. Er hat Potenzial, um ein guter Erkunder zu werden. Oh Mann, es wird spät. Das muss ich dem Gildenmeister berichten. Es ist wohl Zeit, dass wir alle schlafen gehen. Okay. Warum bin ich hierher gekommen? Ich kann nicht glauben, dass all diese Mühen, all das Träumen umsonst waren. Ich denke, das ist der Strand, den Plaudergei erwähnt hat. Hallo, der Strand. Schöner Strand. Ein guter Strand. Hier passieren gute Dinge. Es sieht nicht so aus, als wäre hier jemand. Oh, die Sonne geht unter. Wow, was für eine wunderschöne Aussicht, wenn es doch nur irgendwie ein besserer Abend werden würde. Ich wollte doch ein Erkunder werden. Ich wollte neue Pokémon treffen, neue Orte erkunden und Hoffnung sein für die, die sie brauchen. Ich kann nicht nach Hause zurückgehen. Nicht nach der Entscheidung, die ich getroffen habe. Mhm.
Das Plaudergeil hat gesagt, dass ich nicht alleine angenommen werden kann. Aber was, wenn ich jemand finde? Jemand, der in Erkunderteam sein möchte. Das ist es. Ich habe zu viele Hindernisse überwunden, um jetzt aufzugeben. Das ist nur ein weiteres Hindernis auf der Liste. Hörst du mich? Nichts wird mich von meinen Träumen abhalten. Nichts. Es ist... Ich brauche nur einen anderen. Wer auch immer. Ein Teammitglied. Wo auch immer du bist, hör mir zu. Wir werden ein Erkunderteam starten. Und wir werden das beste Erkunderteam in dieser Stadt sein. Ein Erscheinungshai. Was war das? Da hat doch jemand gestöhnt. Was mit ihm passiert? Wow. Du warst das Pokémon von vorhin. Alles okay? Was ist passiert? Die Typen wissen gar nicht, mit wem sie sich anlegen. Ach, bleib still. Ich habe ein bisschen Medizin. Ich kann dir helfen. Fass mich nicht an. Ich brauche keine Hilfe. Nee, sieht alles gut aus. Sieht alles super aus. Ich habe gesagt, beweg dich nicht. Ich kann deine Verletzungen heilen. Gib mir nur eine Minute. Da, die Schmerzen sollten jetzt besser werden. Alles, ist denn wirklich alles gut? Nein, ist es nicht. Die haben meinen wertvollsten Schatz gestohlen. Was ist passiert? Du sagst, es war eine Gruppe, die dich bestohlen hat? Ja, war es. Sie haben meinen Schatz genommen und sind in diese Höhle gerannt. Oh, in die Strandhöhle? Da hinter dir? Ich werde da reingehen. Wenn sie denken, sie könnten, das einfach, ich würde das einfach so akzeptieren, dann machen sie einen Fehler. Unglaublich. Unglaublich. In der Unterzahl, nee, in der Überzahl und dann sich gegen jemanden zusammen. Und dann zusammen gegen jemanden kämpfen. Wie könnte man das nur tun? Das ist unverzeihlich. Dieser Typ ist sicher nicht das netteste Pokémon, aber das verdient keiner. Ich kann nicht einfach zusehen und das passieren lassen. Ein guter Erkunder wird niemals Pokémon im Stich lassen. Ich muss helfen. Bleib hier. Die Diebe werden mir eine Antwort schuldig sein. Aber ich brauche nicht deine Hilfe. Hä? Ich tue Dinge allein. So funktioniert das nun mal. Wenn du mich entschuldigst, ich muss mich rächen. Beweg dich nicht. Oder was? Möchtest du mich auch bekämpfen? Das schaffe ich schon. Ich gehe da mit dir rein. Du kannst das nicht allein. Nicht so, wie du verletzt bist. Was? Warum kümmert dich das? Du kennst mich gar nicht. Warum sollst du dir die Mühe machen? Er hat recht, ich kenne ihn nicht. Aber wenn ich jetzt gehe, wäre ich als Erkunder gescheitert, bevor ich überhaupt angefangen habe. Ich möchte helfen, weil ich ein Erkunder werden möchte. Und ein guter Erkunder lässt niemals ein Pokémon im Stich. Mir egal, ob du meine Hilfe brauchst oder willst. Ich gehe da mit dir rein. Niemals im Stich lassen, hä? Hör zu. Das ist wirklich toll und so, aber wie gesagt, ich arbeite allein. Nun, ich werde hier sicher nicht aufgeben. Entweder komme ich mit oder ich folge dir einfach so. Was darf es sein? Fies. Fein. Okay, hä? Du möchtest mit mir da rein? Das ist deine Sache. Aber ich werde sicher nicht auf dich warten oder langsamer machen. Vielen Dank. Ich werde dir helfen, dich an den Dieben zu rächen. Mein Name ist Riolo. Okay, zuerst mal bitte etwas ruhiger. Du tust in meinen Ohren weh. Oh, Entschuldigung. Mein Name ist Scheinux. Und da du ein Erkunder werden willst, denke ich, warst du schon mal in einem Mystery Dungeon, richtig? Natürlich, irgendwie. Wie auch immer, bleib in meiner Nähe. Okay, das ist schließlich dein Schatz. Was habe ich gesagt wegen der Lautstärke? Oh, richtig, Entschuldigung. Yay, let's go! Ab in die Strandhöhle. Ein Blastseed. Er hat dich gekratzt. Was habe ich denn für Attacken? Gute Attacken. Oh, klasse, das wollte ich definitiv einsetzen. Fantastisch. Beiß ihn. Ich habe nur so Müllattacken. Ach, herrje.
Was kann denn... Was kannst du denn? Das machen wir aus. Der Rest kann anbleiben, ist mir egal. Ich kann das nicht mitnehmen. Fies. Sehr schön. Haben wir gut zusammen besiegt. Yay. Was habe ich denn für ein Item dabei? Ein Blastzelt. Okay. Den können wir mitnehmen. Ah, warum? Na, oh, und ich will dich gar nicht besiegen. Kannst du mein Team, mein neues Teammitglied werden? Das hätte ich gerne als Teammitglied. Das ist ein sehr feines Pokémon, die kleine Schnecke. Oh, das hätte ich auch gerne. Aber ich kann leider, ich habe keinen Beutel, also kann ich leider nichts tragen. Au, fies. Ich dachte irgendwie, der Typ da hinter mir würde ein bisschen hilfreicher sein. Was haben wir hier, einen Apfel? Ich kann eh nichts mitnehmen, warum überlege ich überhaupt? Guck mal, komme ich da auch ran von hier aus? Nee. So, besiegt. Toll. Ich wollte mich heilen und dann kommt ihr einfach um die Ecke. Das ist nicht hilfreich. Oh, hi. Gehörst du zu meinem Team? Ich denke nicht. Ich meine, ich gehöre auch nicht zu meinem Team, weil ich kein Team habe. Ach, ey. Oh, jemand hat ein Level Up. Ich habe ein Level Up. Yay. Ja, Shinox hat auch ein Level Up. Sehr schön. Gehen mal weiter. Wir sind noch nicht durch. Das dauert ganz schön lang. Das wollte ich nicht einsetzen, verdammt. Okay. Weiter geht's. Ebene 7. Da steht jemand im Weg. Ah, okay, er steht nicht mehr im Weg. Das auch nicht. Und wir sind durch. Mal gucken, wer die Bösen waren, die den Schatz gestohlen haben. Wer auch sonst. Ha, wer hätte gedacht, dass das der einzige Weg raus oder rein gewesen ist. Warum hast du uns hier reingeführt? Wir hätten zum Boss zurückrennen sollen und eine Belohnung für das ganze Ding bekommen. Warum habe ich was getan? Ich bin dir gefolgt. Wie auch immer. Ich denke, wir müssen den Weg zurückgehen, den wir reingekommen sind. Sieht so aus. Lass uns verschwinden, bevor das, der Typ wiederkommt. Ist doch egal, ob er auftaucht. Wir haben ihn schon einmal besiegt. Wir können das wieder tun. So ist es nicht. Ich habe nur einen ganz schlechten Vibe von ihm bekommen. Oh Mann, du machst dir zu viel Sorgen. Beruhig dich einfach. Wir gehen raus. Und dann werden wir den Schatz verkaufen. Natürlich abgezogen von der Gebühr vom Boss. Das sind sie ja. Hey, ihr Diebe, erinnert ihr euch an mich? Oh, natürlich. Du bist der Typ, wegen dem wir reich werden. Ja, danke schön. Sieht so aus, als hättet ihr eine Art, als hättest du hier eine Art Map. Wo auch immer sie hinführt, ich bin sicher, wir können damit mehr anfangen als du. Keine Chance, ich hasse Diebe. Wenn ihr sie nicht zurückgeht, werde ich sie mir zurückholen. Wow. Das möchte ich gern sehen. Auch wenn ich überrascht bin. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand dir helfen würde. Nun, es gibt immer jemanden, ne? Denke ich. Was soll das denn heißen? Ich kann Diebe auch nicht leiden. Ihr zwei denkt, ihr seid so tough. Sich gegen ein unschuldiges Pokémon einfach so... ein unschuldiges Pokémon einfach so anzugreifen. Nun, jetzt ist es ein fairer Kampf. Wir gehen nicht, bevor ihr uns das zurückgibt, was ihr gestohlen habt. Ah, der hat, da hat jemand aber ganz schön Mut. Was für eine Schande, dass das nicht helfen wird. Genug geredet, macht euch bereit. Ihr werdet das bereuen. Denke nicht. So. Wir werfen erstmal den Blastzeed. One hit! Perfekt. Oh, Ruckzuckieb wollte ich dich einsetzen. Ich muss Ruckzuckieb auf eine andere Taste, glaube ich, legen.
Oh, wir wurden ganz schön fertig gemacht. Aber ganz schön. Wie konnten wir von so Typen überwältigt werden? Ha, hier, nimm es doch. Aha. Wow. Glaub bloß nicht, dass ihr toll seid. Euer Sieg war gar nichts. Ja, erinnert euch dran. Okay. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, ich würde das nie wiedersehen. Ha. Die waren nicht schlecht. Ich habe das zu bald gewonnen mit einem Blastzahn. Also bitte. Aber wir haben sie fertig gemacht. Wir sind ein gutes Team. Was haben sie von dir gestohlen? Es ist ein Memento. Ein Memento? Von was? Ist das wertvoll? Es ist unbezahlbar. Niemand könnte genug Geld zahlen, dass ich mich davon trenne. Oh, kein Händler, hä? Es ist wirklich so wertvoll? Es ist aus besonderem Material? Nun, nein. Es ist nur für mich unbezahlbar. Wenn ich es verlieren würde... Aber hast du nicht. Wir haben es zurückgeholt. Ja. Gott sei Dank. Ich kann es sehen. Shinux ist wirklich nicht glücklich. Während diesem ganzen Abenteuer hatte ich das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Er sagte, dass das Ding ist ein Memento. Von was? War Shinux schon immer so? Wir sollten verschwinden. Dieser Ort ist nicht sicher. Ja, lass uns gehen. Wir haben ihn für uns sicher gemacht, also bitte. Seifenblasen, Krabbi. Wir haben es zurückgeschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Das ist so aufregend. Wir haben es wirklich geschafft. Oh, sieh nur, die Sonne ist fast untergegangen. Es ist noch schöner als davor. Nun, ich denke, es ist eine ganz schöne Aussicht. So fühlt es sich also an, um ein echter Erkunder zu sein. Es fühlt sich unglaublich an. Das ist wirklich, wirklich das beste Gefühl, das ich je hatte. Nun, hier trennen sich unsere Wege. Hä? Was heißt das? Nun, unser Abenteuer ist vorbei. Ich sehe nicht, warum wir weitermachen sollten. Aber das, was wir dort erreicht haben. Was ist damit? Du bist mir von dir aus gefolgt, das ist alles. Was muss ich noch sagen? Nun, vergisst du nicht etwas? Denke ich nicht. Ich habe alles. Nun, vielleicht vergisst du nicht etwas, aber eher etwas, das du sagen solltest? Vielleicht etwas Dankbarkeit? Hä? Du möchtest, dass ich dir danke? Für was? Nun, ich bin nicht gerade arrogant, aber ich habe dir doch schließlich geholfen. Hast du, aber ich wollte nicht, dass du mir hilfst. Ich denke nicht, dass ich dir irgendwas schulde. Tritt ihn gegen Schienbein. Wow. Nun, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich gehe jetzt. Warte. Was jetzt? Ein Pokémon zu helfen, die Hilfe brauchen. Das soll ein Erkunder tun. Ich muss ihm helfen, egal was. Ich kann ihn nicht weggehen lassen. Nun, was tust du jetzt? Ich möchte einen Weg finden, Mitglied der Erkundergilde zu werden. Aber du kannst allein nicht beitreten. Ich wollte auch beitreten und das haben sie mir gesagt. Nun, ich kenne die Regeln, aber das wird mich nicht aufhalten. Und auch nicht dieses Vogelhirn. Ich werde einen Weg finden. Nun, alles, was du brauchst, ist dein Team. Du hast eine bessere Chance als ich. Ich bin Tage gereist, um hierher zu kommen, aber du bist aus der Gegend. Du kennst niemanden, der mit dir ein Erkunderteam gründen würde? Hast du heute nichts gelernt? Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich allein arbeite. Aber warum? Warum bist du so aggressiv? Fühlst du dich wirklich so? Ich habe meine Gründe. Aber wenn du keinen hast, wie wirst du Erkunder werden? Ich weiß nicht. Ich werde es rausfinden. Wie auch immer, ich muss jetzt gehen. Ich hoffe, die Dinge klappen für dich. Bitte, geh doch nicht. Ist mir egal, ob du allein arbeitest. Es ist mir egal, wie du dich benimmst oder wie du mich behandelst. Ich möchte nur ein Erkunderteam werden und ich möchte, dass du Teil davon wirst. Du möchtest mich in deinem Erkunderteam?
Bitte. Ich brauche wirklich jemanden, um ein Team zu gründen. Aber warum ich? Ich bin sicher, dir ist aufgefallen, dass ich nicht unbedingt bin wie andere Pokémon. Ich bin nicht gerade einfach. Aber du? Du bist wirklich nett. Du findest sicher jemanden ganz einfach, der mit dir in ein Team will. Warum würdest du mich wollen? Ich habe schon gesagt, ein guter Erkunder lässt niemals ein Pokémon zurück, das Hilfe braucht. Ich werde nicht so tun, als wüsste ich, was dir passiert ist. Aber ich weiß, dass da eine tiefe Wunde in dir ist, die einfach nicht heilt. Ich möchte dieses Erkunderteam nicht nur für mich starten, aber auch für dich. Du denkst wirklich so? Über jemanden, den du gerade getroffen hast? Na klar, wir können so viel Gutes füreinander tun. Ich verspreche, dass ich dir helfen werde. Mit allem. Ich kann es nicht ertragen, ein verletztes Pokémon zu sehen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich müsste etwas tun. Wie auch immer, um ihnen zu helfen. Egal, wer sie waren. Okay, machen wir es. Lass uns ein Erkunderteam gründen. Ehrlich? Du meinst das so? Klasse, danke dir. Du hast keine Ahnung, wie viel mir das bedeutet. Meine Lautstärke-Regel gilt übrigens immer noch. Ich verspreche, ich werde... wir werden tolle Dinge tun. Das wirst du schon noch sehen. Du wirst es nicht bereuen. Ich tue es jetzt schon. Nun, ich denke, der erste Schritt ist, zurück zur Gilde zu gehen. Wir müssen mit Plaudergeil reden. Du hast es vielleicht vergessen, aber Vogelhirn und ich waren uns nicht gerade grün. Aber das ist egal, wir sind ein Team. Die müssen uns jetzt reinlassen. Nun, wir werden ja sehen, wie sie reagieren. Ich hätte niemals erwartet, dass der Tag heute so laufen würde. Du führst uns. Ich bin direkt hinter dir. Warum muss ich führen? Das war deine Idee. Okay, was auch immer. Lass uns gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Vogelhirn... was Vogelhirn sagen wird, wenn wir zurückkommen. Ja, ich bin auch gespannt. So, ich würde aber sagen, das finden wir in der nächsten Folge raus. Bis dahin, macht es gut und Mirio!